Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, was haben Sie vor, anzunehmen bei Weißer Erde und Himmel in der Bavarianischen Tundra an dieser Position. Soweit mir bekannt war die Vorquest Reitet nach Taungil. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5 von Shadowlands. Das Ganze mit einem Stufe 60er Charakter, aber das sollte nichts an der Quest ändern. Das Video müsste euch auch helfen in WoTel Gar Classic. Wie ihr seht, kann ich ja fliegen, aber ich fliege immer in der Nähe des Bodens, sodass ihr meine Wege nachverfolgen könnt. Also nicht, dass ihr glaubt, ich fliege irgendwo hin, wo ihr zu Fuß nicht hinkommt. Vermutlich müsst ihr euch aber durchkämpfen. Ich fliege erstmal in diese Richtung. So. Und ihr seht, abgeschlossen. Ihr müsst bloß hier in die Nähe von dieser Pumpe, Pumpstation, dann zählt das Gebiet als erkundet. Also geht's zum Abgabe-NPC. Mal schauen, ob es dasselbe ist. Bin gespannt. Also das Fliegen ist schon angenehm. In WoTel Gar Questen, dann dauert sie ziemlich lange. Aber dadurch, dass ich so flott bin mit dem Fliegen und mit dem Stufe 60er Charakter, kann ich wesentlich mehr Quests aufnehmen, als in der Zeit, wo ich mich ewig lang durchkämpfen muss und ganz normal hinlaufen muss. So, Quest ist abzugeben bei Weißer Erde und Himmel. In der Bavarianischen Tundra, an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.